es kommt Donnerstag-Energie. Was haben wir denn hier? Donnerstag-Energie. Ich habe Durst, ich muss etwas essen. Also essen und trinken. Ich rede so viel, ja? Ja, das ist auch meine Energie, gell? So, Donnerstag. Was haben wir hier, Donnerstag? Für eine Energie. Für eine Botschaft, ja? Donnerstag, ja? Sind zwei Karten gekommen. Schau mal, das geht um Liebenden, ja? Vollendung, Leistung, Abschluss, Erfüllung, Erfolg, Überfluss. Ja. Und ihr werdet Erfolg haben, ja, in eurer Partnerschaft, Übereinstimmung. Liebe, Harmonie, warme Freundschaft, wahre Gefühle, eine Beziehung zu einem Seelenverwandten. Ja, Seelenverwandte, Anziehung, Verbindung, Anträge, gute Karte, geschäftliche Liebe. Ihr werdet vieles Teamwork, vieles erreichen im Leben. Ja. Ich möchte hier wissen, Vergangenheit. Transformationsphase, die Entwicklung eurer Partnerschaft, ja, ist im Gange, seit in der Vergangenheit, ja, ein Turm steht, dass man Erwartungen hat, ja, Erwartungen, man hat zu tun mit Behörde, Ämter, Gericht. Aber man kommt zu seinem Erfolg. Ja? Und diese Hausaufgabe als Partner ist es wichtig, dass so viele Karten, eine Karte bitte, Zukunft, eine Karte, so diese, danke, positive Veränderung. Schau mal. Ja, positive Veränderung, der Storch in Zukunft, 17. Ja, Veränderungen, Umzug. Ja. Also, schau mal, das ist doch schön. Ja, da ist der Erfolg. Aber welche Transformation ist es hier, weißt du? Was für eine Transformation in der Vergangenheit war es? Danke. Ah, unerwartetes Ereignis. Ja. Turm. Übergang. Ja, die Zusammenkunft, Liebestreffen, Arbeitsangebot. Positive Veränderung. Jawohl. Aussichtspunkt, Weitblick. Ihr werdet eben viel erreichen. Ja? Ihr seid auch ein gläubiges Paar. Ja? Ihr glaubt sehr daran. Ja, eure Glauben, eure Erziehung, eure Kultur, Mentalität bringt euch nach vorne, weil ihr selbst euch treu bleibt dabei. Versteht ihr? Diese Transformation, die war in der Vergangenheit, wird Einfluss haben in Zukunft. Ich kann nicht ausschließen, dass ihr da Arbeitangebot, sogar Umzug, ja, Veränderung im Lebensbereich, Wohnortwechsel und alles. Land kann auch ins Ausland gehen. Und ihr nehmt das alles in Kauf als Partner, damit ihr vorwärts geht im Leben. Ja? Möchte ich hier noch eine Karte Vergangenheit. Aha, Spieler.
kann sein, dass man mit Konkurrenz, ja, auf dem Arbeitsmarkt zu tun hatte. Vergangenheit. Moment, jetzt noch eine. Hoppla. Verlust. Oh, okay. Also, eine von euch in der Partnerschaft hat einen Abhängigkeitsdrang, ja, mit Spiel. Man hat viel Geldverlust gemacht. Und dann ist das einem wachgerüttelt worden von dem Partner und gesagt, jetzt müssen wir das verändern. Ja. Unerwartete Ereignis mit Finanz, in Geldangelegenheit. Und da habt ihr gesagt, es ist fertig, wir haben uns getrennt von dieses Ganzes, ja. Man war abhängig, man hatte richtige, seriöse, ernsthafte Gespräche miteinander, alles in eurer Partnerschaft, ja. Und das hat euch geholfen, aus dieser Sackgasse in der Vergangenheit, habt ihr daraus gelernt. Das sind Hausaufgaben, ja. Hausaufgaben als Partner. Ihr möchtet jetzt eine positive, ei, das ist zu viel. Positive Veränderungen, ja, Sieg, schau mal. Eure Beharrlichkeit über die Situation, eure Beharrlichkeit damit umzugehen und den Schalter umzustellen, das hat euch geholfen aus dieser Situation raus. Ja? Ihr habt gesagt, so geht es nicht weiter. Ja? Man hat das erkannt und ihr war als Team nicht vorwurfsvoll gegeneinander, sondern hey, das ist ein Problem, ja. Du hast ein Problem oder ich habe ein Problem. Und wir wollen nicht, dass zu einer Trennung kommt wegen finanzieller Angelegenheit, finanzieller Verlust, ja. Da musst du dich bessern, oder? Hoffnung nie aufgegeben, ja, dass man aus dieser Schlamassel da genau hinter sich lässt als Partner, ja. Diese Leistung, beharrlich zu werden in der Situation. Nein, das ist zu viel. Ich möchte, liebes Universum, eine Karte, das ist mir zu viel, aber ich nehme diese drei. Treue. Einer von euch ist der Beschützer. Ja? Schlechte Fundament für eure Partnerschaft, was Geld anbelangt. Ja? Auch man ist manipuliert worden von Menschen, ja, da mitzumachen. Versteht ihr? Dass man nicht zu Schade kommt auf die finanzielle Ebene. Schwierigkeiten. Und diese Schwierigkeit seid ihr als Partner gewachsen. Ja? Genau. Und jemand in der Partnerschaft, ja, Beschützer. Oder die euch als euch als Nahestand dieser Person hat euch außerorientiert, dass das nicht der richtige Weg ist. Man kann so mit Verlust rechnen. Muss nicht immer Spieler sein. Man kann auch irgendeine Investment, die man gemacht hat, und das war nicht mit guten, richtigen Dingen. Ja? Man hat Verlust gemacht. Das habt ihr als Paar in eurer Partnerschaft gespürt, dass etwas nicht so kann mit weitergehen. Ja, das hat auch für Ärger gesorgt, ja, für hitzige Diskussionen, Stoff bei euch in der Partnerschaft. Aber ich habe die Kurve gekriegt, ja, ihr seid so wie ein Teamwork und die sind aus dieser Sache raus. Und schau mal vorwärts, ihr blickt nach vorne, es geht nur noch vorwärts mit euch. Und das ist diese Phase als Hausaufgabe vom Universum an euch, dass ihr auch wächst dann, ja, Überfluss. Ja, dass ihr wieder euer ha Leben in der Hand nimmt und vorwärts geht. Das war wirklich eine Lernaufgabe. Was gibt es noch hier für Botschaft, ja? Über die Situation, sagen wir mal, hier, ja. Nachher kommt Freitag. Freitag.
Was gibt es noch hier? Ja, wir wollen raus. Nutze deine Zeit gut. Mach jeden Moment wertvoll. Und das habt ihr gemacht, das Paar. Ja, das, nutze diese Chance und geh da raus und geh, ja, Kommunikation. Ja, Kommunikation war sehr, sehr wichtig, letzte Karte. Ja. Das zu kommunizieren und so zu handeln, ja, dass ihr da rausgeht und vorwärts in euer Leben. Ihr habt gesagt, das ist nicht alles, ja. Und man macht Verlust und da muss man aufhören und nach vorne schauen. Das war dann der Erlösung, ja, wegen des Verlust, Geldverlust. Was gibt's noch da? Aber ihr seid als Frau gewachsen, ja? Jeder macht Fehler, niemand ist fehlerfrei und perfekt, ja? Und genau. Was ist noch hier? Oh, siehst du? Hallo und lebe wohl. Du wirst bald sehen, dass die Veränderung positiv ist. Wow, schau mal das an. Ja? Haustiere, du liebst und verstehst Tiere. Kann auch. Oder eine Gruppe da draußen. Vielleicht überlegt man dieses neues Kapitel in eurem Leben, dass ihr noch jemanden, also ein Haustier besitzen, das macht euch Freude, ja? Noch eine Karte. Nachher kommt Freitag, ja? Du hast Talent, du bist sehr intelligent und begabt in das, was du machst. Und glaube an dich, du bist alles erreicht, was du dir vorstellst, ja? Sehr, sehr schöne Botschaft hier. Ich möchte noch eine, oh, schau mal, letzte Karte, was habe ich geredet? Teamwork. Ich habe von Teamwork geredet. Arbeit mit anderen zusammen, die Situation zu lösen. Schau mal, das wart ihr in dieser schweren Zeit in der Partnerschaft, ja? Jetzt möchte ich noch eine Karte hier für euch. Und nachher gehen wir Freitag Energie, ne? Freitag Energie. Eben, die Antwort lautet nein, geht da raus. Aber das seid ihr, so merke ich hier mit dieser Karte, ja? Nein, bleibt da nicht stehen, geh vorwärts, ja? Aber ihr werdet die Kurve kriegen. Ja? Gegenwart ist schon der Turm. Ui. Ja, tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort. Tue das, was für dich richtig ist, ja? Das ist diese Karte mit dem Nein, ja? Nein. Tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort. Tue das, was für dich richtig ist, ja? Schau mal. Das ist bei euch groß geschrieben als Partner. Liebe. Wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Ja, wozu? Alles, alles Liebe. Bye.